Amira Pocher hat sich offenbar mit ihrer früheren besten Freundin zerstritten. Immer wieder thematisiert die Moderatorin das Zerwürfnis auf Instagram. So auch jetzt. Der Grund: Kleidung, die sie verschenkt hat, wird im Netz verkauft. Amira Pocher, 30, ist sauer. Schon seit Wochen deutet die Moderatorin immer wieder an, sich mit ihrer einstigen besten Freundin Efi zerstritten zu haben. Nun wird die Ehefrau von Oliver Pocher, 45, nochmal expliziter. Ich bin schon echt ein furchtbarer Mensch. Auf Instagram wendet sich die 30-Jährige am Mittwochnachmittag, 26. April 2023 an ihre Fans. Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch aufzuklären, denn ich bekomme ein paar Screenshots geschickt, dass meine Sachen verkauft werden von einer anderen Person, die sie von mir geschenkt bekommen hat und deren Kleiderschrank zu 80% aus meinen Klamotten besteht, sagt Amira sichtlich genervt, betont dann aber: Alles okay. Ich wurde damals schon, also vor Monaten, aus der Not heraus, bevor der ganze Krieg ausgebrochen ist, gefragt, ob das okay ist, wenn die Dame meine Sachen verkauft, weil sie dringend Geld braucht. Kein Problem, verkauf sie. Hab ich dir ja geschenkt. Dann wird die Mutter von zwei Söhnen ironisch. Ich bin schon echt ein furchtbarer Mensch, leihe der Person noch knapp 3000 Euro, schenke ihr meine Klamotten, lade sie und ihren Freund in einen 5-Sterne-Urlaub ein. Mein Gott, ich mache echt was falsch in meinem Leben. Ich schenke das einfach nur den falschen Personen. Trotzdem lerne sie daraus, bekräftigt Pocher am Ende ihres Statements mit einem Daumen hoch. Amira Pocher hat den Schlussstrich gezogen. Anfang des Jahres enthüllten Amira und Oliver Pocher in ihrem gemeinsamen Podcast, dass sie wieder alleine mit ihren zwei Kindern in ihrem Haus leben. In der Vergangenheit wohnte Efi bei ihnen, Anmerkung. D. Rett. Und man nicht jedem vertrauen könne. Bei einer Instagram-Fragerunde Mitte Februar wurde die 30-Jährige erneut auf das Zerwürfnis angesprochen. Ich habe den Schlussstrich gezogen. Aus vielen guten Gründen, das könnt ihr mir glauben, erklärte Amira, machte den Namen der Person, mit der sie sich überworfen hat, allerdings trotzdem unkenntlich. Weiter verriet sie, die Frage sollte eher lauten: Was habe ich nicht getan? Ich habe mich nicht mehr anlügen, schlecht reden und ausnutzen lassen. Ich bin nicht diejenige, die alleine ohne Freunde da sitzt. Das alleine sollte schon zu denken geben. Auf eine weitere Frage antwortete sie, dass sie von allen vor ihr gewarnt wurde. Schon damals machte Amira sonnenklar, dass sie wenig Hoffnung auf eine Versöhnung hat. Und auch nach den jüngsten Ereignissen scheint das Band der beiden Frauen endgültig zerschnitten zu sein.